Bei der Skatingtechnik spielt die Balance und die Gewichtsverlagerung eine große Rolle. Beachtet den spitzen Einstichwinkel der Stöcke. Der Beinabstoß erfolgt über Hüft-, Knie- und Sprunggelenk. Während der Gleitphase ist das Bein vollständig gestreckt. Vorsicht, nicht hinten sitzen bleiben. Nach Vollendung des Beinabstoßes beginnt die Verschiebung des Körperschwerpunktes über das Gleitbein. Erst nach dem vollständigen Beinschluss geht die Gleit in die Abstoßphase über. Die V-Stellung der Roller sollte möglichst schmal sein, aber dem Gelände angepasst werden. Beim Gleiten bilden Kinn, Knie, Fuß eine Linie, wobei die Hüfte gestreckt sein sollte. Der vollständige Beinschluss ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Gleitphase. Der Schub erfolgt in Schulterbreite.